Vorgestellt werden die Einweg-Gleichrichterröhren RGN 1304 und RGN 1404. Beide Röhren sind Einweg-Gleichrichterröhren, ursprünglich gedacht für Kraftverstärker mit höherer Leistung. Beide Röhren können bis zu 100 mA Anodenstrom verkraften, die RGN 1304 bis 500 Volt Anodenspannung. Zu sehen ist oben die Aufhängung des Heizfadens. Das ist die relativ schmale Anode. Die Röhre ist sehr stark gegattert. Es ist eine relativ alte Produktion, da die Röhre einen Pumpstutzen am Kopf der Röhre hat. Bei neueren Röhren ist der Pumpstutzen im Sockel. Die Röhre ist leider kurz geschlossen. Die habe ich heute gekauft und hat den Transport leider nicht überlebt. Insofern kann ich sie jetzt nicht in Betrieb vorführen. Dafür aber die Schwesterröhre, die 1404. Die 1404 ist identisch, bis auf die Tatsache, dass die Anodenspannung bis 800 Volt möglich ist. Auch gedacht für Kraftverstärker, unter anderem für Kraftverstärker mit der RV239. Eine ähnliche Aufhängung der Heizfäden. Da die Röhre bis 800 Volt ausgelegt ist, verfügt die Anode über eine Anodenkappe an der Spitze der Röhre. Unten sieht man die Aufhängung auch der Kathode, also der Heizfäden. Und man sieht auch den Pumpstutzen. Das ist das kleine Röhrchen in der Mitte vom Quetschfuß. Die 1404 hat auch einen seitlichen Anodenanschluss am Sockel, mit dem ich die Anode in der Spitze verbinden kann dem Sockel, um Pin-Kompatibilität mit der RGN 1304 herzustellen, dann allerdings mit maximal 500 Volt Anodenspannung. Die Röhre verfügt über eine gestanzte Anode zur Stabilisierung, um zu verhindern, dass die Anode bei Vibrationen in Kontakt mit der Kathode trifft und somit das Ganze kurzgeschlossen wird. So, um die Röhre vorzuführen, gibt es jetzt wieder den berühmten fliegenden Wechsel der Kamera. Eine Sekunde.
ist immer ein Drama, den Europasockel einhändig anzustecken. Ich glaube, den Witz mit dem USB der 30er Jahre habe ich schon öfters gemacht. Jetzt noch die Anode verbinden. Wie gesagt, ursprünglich wollte ich auch die 1304 vorführen, aber da die nicht zur Verfügung steht, wollte ich jetzt umbauen auf die 1404. So. Die Prüfung ist nach Standard-Messkarte. Messbereich ist 60 mA. Sollwert ist 45 mA bei 300 Volt Grobstufe plus Feinregelung ganz rechts, also die Maximalspannung. In der 300 Volt Stufe, was ungefähr 380 Volt im Leerlauf ist. Der Standardfehler, einzuschalten ohne auf 0 zu schalten. Zuerst die Heizspannung nachregeln auf Kathodenprüfung, Heizspannung nachregeln auf 4 Volt. Dann die Schlussprüfungen sind alle negativ. Und die Röhre wird geprüft bei ungefähr 51 mA. Sie soll liefern 45. Maximalausschlag ist 60 mA. 51 liefert sie, also ist somit im sehr guten Bereich. Das Glühen des Heizfadens ist im Licht relativ schwer zu erkennen. Ich versuche es mal bei abgeschaltetem Hauptlicht. Mehr Zoom geht leider nicht. Das ist das Kathodenleuchten der RGN 1404.